Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Let's Plays der Rajendra-Kampagne. Hier ist Kapitel 5 dann dran, Tötung der Dritra. Und ja, ich habe es tatsächlich geschafft, alle diese 5 Folgen an einem Tag hintereinander aufzunehmen, mit kleinen Pausen dazwischen. Also ich bin zuversichtlich, dass dieses Let's Play vollständig sein wird tatsächlich. Ein Novum auf diesem Kanal. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Level gut sein wird. Schauen wir mal rein. Das Reich von Sriwijaya regiert die Straße von Malakka seit Jahrhunderten. Ihre zentrale Position auf dieser lebenswichtigen Handelsroute hat es ihnen ermöglicht, unglaublich reich und mächtig zu werden. Doch jetzt reichen ihre Tentakel in meine Domänen. Seit Jahren zwingen sie Händler, einen Hafen anzulaufen, wenn sie ihre Gewässer durchqueren. Die Handelsschiffe ignorieren nun unsere Häfen. Und der sriwijayanische Kaiser Sangrama nimmt sich all die Reichtümer, die einst in unseren Kassen landeten. Bisher war ich zu sehr damit beschäftigt, ihn herauszufordern. Aber dieser neue Status quo darf nicht bestehen bleiben. Ich werde in Sriwijaya einmarschieren. Es wird eine Operation in einem noch nie dagewesenen Ausmaß sein. 1000 Schiffe und 1 Million Männer, die den Ozean überqueren, um diesem Reich der Mittelsmänner den Tod zu bringen. Ich habe mich schon mit anderen Reichen angelegt. Aber keines von ihnen kann den Sriwijaya das Wasser reichen. Ihre Flotte beherrscht die östlichen Meere und ihre Festungen werden von unbesiegten Armeen bewacht. Zum ersten Mal seit Jahren bezweifle ich, dass ich meinen Gegner besiegen kann. Aber um mein Erbe zu sichern, muss ich hart zuschlagen und ihm keine Zeit zur Vorbereitung lassen. Dieser Krieg wird entweder mein Verderben sein oder mich zu der Größe führen, von der ich geträumt habe. Es ist ein Wagnis, das ich eingehen muss, denn wer etwas wagt, muss alles wagen. Also gehe ich meine Vritra töten. Also geht's in dieser Folge nach Indonesien, wenn ich das geografisch richtig eingeschätzt habe. So, errichten Sie einen Brückenkopf, indem Sie einen auf der Minikarte markierten Bogen erobern. Um eine Burg zu erobern, müssen Sie Ihr Schaden zufügen. Ja, okay, das kennen wir schon. Das mit der Moral kennen wir auch schon. Wir haben bis zu 200 Populationen, müssen wir keine Häuser bauen, keine Dorfbewohner Truppen ausbilden, bis eine Stadt erobert wurde. Bogen kann man nur erobern. Wir können, wenn wir zu früh zu und hart zuschlagen, können wir das ausnutzen. Sie können der Chola-Marine befehlen, bestimmte Positionen auf der Karte anzugreifen, indem sie Leuchtsignale benutzen. Okay, gut. Ihr Khmer-Verbündeter Sovayarman ist in einen Krieg gegen das Tambralinga-Königreich im Norden verwickelt. Wenn sie mir helfen, würde sie bei der Invasion unterstützen. Spruch 31, okay. Ein Großteil des Reichtums stammt aus den umliegenden Dörfern. Wenn sie diese erobern, nehmen sie ihnen die Rohstoffe, um sich selbst zu nutzen. Dann können gegnerische Vorratsdepots überfallen, wenn sie schnell Rohstoffe benötigen. Also man kann das auch quasi zerstören, alles klar. Gucken wir mal rein. Das Reich der Sriwijaya gehört uns. Finden wir einen geeigneten Ort, um von Bord zu gehen und zuzuschlagen, während der Feind unvorbereitet ist. Es ist höchste Zeit, diesen Piraten in königlicher Kleidung eine Lehre zu erteilen. Oh, der ist nicht mitgekommen, okay. Also diese Flotte kann ich befehligen. Wir gehen, wohin ihr befehlt, eure Hoheit. Aber sicher. So, hier ist ja direkt eine Burg, also gehen wir mal dahin. Helfen hier bitte. Hier hinkommen irgendwie. Aber bitte mal hier kämpfen. Sie werden einen Angriff aus dieser Richtung erwarten. Aber ich glaube, unsere Marine kann es mit ihnen auch. Was ist denn hier los? Ich habe gesagt, ich soll hier angreifen. Versorgen Sriwijaya mit vielen Rohstoffen. Wenn wir die Kontrolle über sie übernehmen, können wir den Feind vielleicht ausbluten lassen. Unsere Verbündeten der Khmer bekämpfen ihre alten Rivalen. Wenn wir die Tambralinga besiegen, können uns Suryavarmans Streitkräfte in der Schlacht unterstützen. Neue Befehle, Männer! Hisst die Segel!
So, jetzt da kam jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal. Ich muss mal einmal kurz nachschauen, was jetzt hier los war. Also, wir können diesen Orangen besiegen, dann hilft uns unser Verbündeter. Ah ja, okay. Also wenn wir jetzt diesen Turm zerstören, kriegen wir schon mal ein Dorf, nehme ich mal an. Und hier haben wir schon mal unser erstes. Also wir haben keine Rohstoffe, ich hoffe, wir kriegen einen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kriegen wir welche, sobald wir hier was kaputt gemacht haben. Und greifen wir mal diese Flotte an, mal gucken, ob das klappt. Dann auch mitmachen. Ach, das sind diese Handelshöfe, die wir dann kaputt machen können, im Zweifel auch. Läuft das hier oben? Ja. Also unsere Flotte ist ja ziemlich groß auch, ne? Was ist hier hinten noch? Da haben wir welche vergessen. Ich bin den Turm abgeballert, das ist dumm. Ja, easy, oder? Oder schätze ich das hier falsch ein? Der Turm ist doch von uns auch. Ja, komm, das passt auf jeden Fall. Soll ich hier weitergehen eigentlich? Jetzt gibt es ja noch ein Dorf. Warum eigentlich nicht? Oder soll ich zuerst hier oben helfen? Ja, vielleicht ist das auch besser. Oh, das sind viele Ressourcen. So, dann können wir mal. Dorfzentrum bauen, würde ich sagen. Aber ich erwarte hier. Da hat das hier oben geklappt. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich will das gewinnen. Ich hatte ehrlich gesagt, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, dass wir viel mehr Schiffe hatten. Aber ja. Ich überlege jetzt gerade. Also ich baue jetzt hier mal meine Wirtschaft auf, denke ich. Wieder habe ich anscheinend nicht. Okay, das hat schon mal geklappt. Na gut, dann auch da. Ja komm, dann machen wir das doch jetzt direkt mal. Meine Armee einfach. Was ich an die hier nach oben schicke und versuche das hier schnell zu erledigen. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt. Die Überfahrtssicherung soll bitte eigentlich hier. Ja, dann lege ich mal hier an und gehe hier rüber. Ich hoffe, der Orange hat nicht so viel, sonst könnte das natürlich auch nach hinten losgehen, wenn ich einfach meine ganze Armee durch die Gegend schicke. Aber ich kann ja weitere Einheiten währenddessen ausbilden. Ah, hier sind schon alle Upgrades drauf, perfekt. Perfekt. Mal zurück. Mein Held habe ich jetzt wieder hier dabei. Auf den versuche ich mal aufzupassen. Aber das sage ich jedes Mal. Ziel vom Gegner? Ja. Komm mal schön drauf da. Ja, am besten auch mitmachen. Vielleicht sollte ich mal auch Häfen machen, damit ich, ich habe hier einen, damit ich die Fischerboote nutzen kann. Jetzt habe ich schon eine Zahlung bekommen. Ich muss eigentlich, oh, hier sind viele. Ich war mir sicher, dass du
Aber leider habe ich ihn wohl hingerichtet, weil er die Wahrheit gesagt hat. Wenn dies der Tod ist, den du für dich selbst gewählt hast, werde ich gerne das Richtschwert schwingen. Was Schwert? Das Richtschwert, ich habe jetzt Lichtschwert verstanden. Neue Flotte angekommen. Oh, jetzt habe ich hier oben nicht aufgepasst. Ist mein Held schon tot? Nee. Ah, okay, ich habe jetzt sogar das Lager hier oben bekommen, cool. Aber. Oh, hier geht's sogar weiter. Ja, dann machen wir noch direkt hier weiter. Ich bin dankbar für eure Hilfe in diesem Krieg, Rajendra. Ihr könnt auf meine Unterstützung gegen Srivijaya zählen. Wo ich jetzt. Ja, super. Wir haben Kaiser Sangrama vor euch gewarnt, Rajendra. Doch der Kaiser war vor Stolz geblendet. Ah, das war's jetzt schon mit dem Orangen tatsächlich, okay. Zum Glück haben wir irgendwo. Na gut, die kämpfen jetzt hier. Dies wird euer Ende sein. Oh, ja, der Typ. Können wir hier unterbringen? Ich weiß nicht, ob ich mich hier gerade ein bisschen übernehme, aber ich kann ja eben dem Verbündet noch sagen, er soll angreifen. Perfekt. Auch noch Truppen von mir hier. Ah, jetzt bin ich hier von den Schiffen angegriffen. Die bleiben hier überall dran hängen, naja. Hier ins Inland zurückziehen, die Elefanten kommen hier alleine klar. Er ist ein bisschen unübersichtlich jetzt hier. Oh, die kämpfen hier allein, das soll nicht sein. Aber hier oben hat er noch echt viel Dudes. Vielleicht kann ich die hier. Oh, wow. Hier aber so ein bisschen. Hier kam ich nicht weg ohne meine Transportschiffe. Dann schicke ich die mal wieder zurück hier runter. Kann ich mal losschicken hier hin. Ja, ich will eigentlich nicht hier oben unbedingt Soldaten ausbilden, muss ich sagen. Weil ich eigentlich lieber hier unten pushen will. Upgrade zu holen. So, ich habe noch ein Dorf geholt. Ich hoffe, meine Farmplatzierung triggert nicht allzu viele Leute. Drei von sieben Dörfern haben wir aktuell, alles klar. Wir machen ein bisschen was an Navy auf. Ah, super, jetzt kommt der auch mal dazu. Hier ist auch noch eine Burg. So, also hier geht schon einig. Also ich. So, gut, die Armee ist jetzt auch endlich mal wieder start. Ein bisschen viel auf einmal, aber das scheint so ein bisschen das Thema
sein. Was hatte ich jetzt nochmal genau vor? Genau, hier kämpfen wir gerade. Oh, jetzt kommt der... Ne, das ist ja der blaue Quatsch, gegen den kämpfe ich die ganze Zeit. Oh, das Elite-Upgrade fehlt mir hier. Hier kommen bislang noch gar keine Angriffe. Ist meine grüne Flotte eigentlich noch irgendwo am Start? Ja. Hier hin. Und mit der Uni? Ja, perfekt. Dann mal Chemie reindrücken. Oh, ach nee, Quatsch, das ist ja mein Verbindung. Falscher Alarm. So, aber hier, so, die müssen wir dazukommen. Nein, auch jetzt habe ich sie auf Ausbladen gedrückt. Neue Flotte am Start, sehr schön. Oben angreifen. Hier alle Upgrades noch nicht ganz, ne. Es gibt doch noch ein Spezial-Upgrade, das, nee, das... Ah, das andere hatte ich, glaube ich, schon, ja. Werde ich noch herausfinden, was ich da noch alles brauche. So, ist die Flotte hier unterwegs? Nicht wirklich. Müssen wir hier die Gebäude gruppieren, damit ich genau weiß, welche ich benutzen soll und welche nicht. So, das ist jetzt meine Optionsgruppe quasi. Fleißig hier im Angriff, aber ich muss mal, ob wir hier warten. Da. Aber. Oh, hier oben ist wieder die Flotte draufgegangen, aber hier haben wir jetzt mehr Aktionsstätten. Ja, hier müssen wollen wir als nächstes hin. Der Kollege greift auch schon an. Hört mir da doch mal mit. Jetzt ein bisschen an Gold haben wir im Markt, ne, haben wir nicht. Upgrades haben wir jetzt alle, hier brauchen wir nichts mehr von. Steinen haben wir gar keins, fällt mir gerade ein. Auf. Hier kämpft schön unsere Flotte, sehr gut. Die Mechanik gefällt mir gut, da muss mich nicht ganz so. Oh, hier habe ich auch noch Flotte. So sehr auf das Schiffswesen konzentrieren, sagen wir mal. So, zum Angriff hier. Extra Gold brauche ich. Das. Wunderbar, da muss ich glaube ich. Ah, hier habe ich auch Stein. Ach, das gehört mir schon hier oben. Was, hier kann ich vielleicht noch irgendwie einnehmen. Obwohl, ne, hier oben wird fleißig gekämpft. Ach, das habe ich jetzt hier gerade eingenommen, das wird hier gerade behakt. Ah, Quatsch, das passt schon. Solange die Burg nicht einnehmen, soll das gut. Gehen wir mal in die Richtung. Ne, das ist keiner von den Türmen. Aber hier ist noch ein Dorf. Wie viel müssen wir mal kaputt machen? Wir haben jetzt 4, wir brauchen noch 2, alles klar. Der Rest ist. Also die Dörfer einnehmen ist mehr so optional. Ah, es ist schon viel auf einmal, dass hier passiert. Ja gut, wir hier hin. Er hat hier auch noch so einen Außenposten. Sagen wir nochmal, den das angreifen soll, bitte. Ja, das ist doch schön. So, das ist hier nichts außer halt Produktionsstätte.
Gehört mir schon, das gehört mir noch nicht. Soll ich eher auf die Burgen oder gehen? Oder ja, wir fräsen uns hier mal durch, würde ich sagen. Von Feind. Und wir gehen dort einfach nur weiter Gebäude. Noch was? Überlegt, soll ich vielleicht noch Dorfwunde wieder löschen eigentlich? Oder? Nee, oder? Hier müssen wir hin. Ich habe auch noch nicht so einen richtigen Gegenstoß, habe ich das Gefühl. Oh, wow, okay. Aber wir haben gerade gar keine Flotte parat, ne? Naja, gut. Auf dem Wasser verliere ich ein bisschen, aber ich glaube, auf dem Land ist es erstmal wichtiger auch. Habe ich schon alles, warum gehe ich eigentlich immer wieder dahin? So, das Dorf habe ich jetzt hier auch. Das ist jetzt hier mehr die, sag ich mal, normale Wirtschaft vom Gegner. Ah, komm, Elefanten! Lauft richtig! Ich glaube, ich muss mal Wirtschaft löschen, tatsächlich. Ich habe so viel Rohstoffe durch diese ganzen Dörfer. Die Burg ist ein bisschen in Gefahr. Ist das mein Turm schon? Ah, okay. Ich bin schon gewundert, ob ich hier nicht angreifen kann. Haben wir jetzt Stress mit Schiffen. Aber die grüne Flotte kommt gerade, also gerne. Ja, damit. Wir können keine Burgen bauen. Ah, okay. Können wir denn. Ja, dann machen wir einfach Türme an der Küstenlinie gleich, würde ich sagen. Genau, weiter Armee ballern. Okay. Auch nochmal was dazu, aber ich habe ja auch eine ganz gute Flotte mittlerweile. Wo bleibt denn die Flotte? Die hat sich jetzt hier aufgehangen. Angriff! Haben sie jetzt auch mal? Woran halten die sich hier konkret auf? Das verstehe ich nicht so 100%. Muss man den Kollegen hier hinstellen, oder zwei von denen, damit die müssen das Feuer nicht ziehen. Ja, mein Angriff ist jetzt so ein bisschen gestockt. Das ist ein, wird jetzt wieder der klassische Meat Grinder. Aber ich glaube, hauptsächlich, weil meine Verstärkung die ganze Zeit behakt wird, ist das echt. Oh. Nicht so doll. Aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie von oben hier zu. Sehr gut. Oh, so viel Holz haben wir nicht mehr. Ja, Nahrungsüberschuss. Kommen wir hier so langsam vorwärts? Ja, es geht so. Jetzt geht meine Bevölkerung so langsam echt runter.
So, die Flotte hier ist recht beschäftigungslos. Dann greifen wir doch einfach mal hier unten an und gucken, ob wir die, diesen Turm da kaputt machen können. Oh, hier kommt noch mal was dazu. Vielleicht können wir meine Flotte dazu bewegen, da. Also, oh, ja, nee, erstmal muss hier aufgeräumt werden. Ja, hier kommen wir auch nicht vorwärts. Ich glaube, ich muss erstmal jetzt hier sammeln und das Ganze wieder irgendwie halbwegs in den Griff kriegen. Was geht noch? Ne, das sind keine. Greifen wir vielleicht wieder mit an. Gucken, ob wir das angegriffen bekommen. Hier ist irgendwie gerade schlecht. Daran eigentlich besonders. Der hat irgendwie ein anderes Symbol. Ne, dieser hat ein anderes Symbol. Okay. Oh, hier wird es jetzt irgendwie wirklich haarig. Warte mal, hier zur Burg zurückziehen. An, diesen Turm komme ich nicht so richtig dran. Womit kann ich mit der Flotte noch was ausrichten, ist die Frage. Da muss ich hier hinten hinfahren. Ja, jetzt ist meine Bevölkerung wirklich in den Keller gegangen. Habe ich mich wohl überschätzt oder bin zu früh zu weit nach vorne gegangen. Wow, okay, es ist hier echt viel los. Vielleicht muss ich mehr von den Dörfern kaputt machen. Was ist mit der Flotte hier eigentlich? Ja, Bevölkerung ist sehr stark nach unten gegangen. Ich muss, glaube ich, nochmal ein bisschen selber Wirtschaft nachballern. Ich dachte, ich hätte es besser unter Kontrolle gehabt, ehrlich gesagt. Aber jetzt muss ich erstmal hier wieder aufbauen. Hoffentlich helfen mir die Türme. Jetzt auch wieder Stress. Ah, es ist schon überall was los. Ich müsste irgendwie noch mal. Ah, okay, der macht jetzt mal den Turm hier kaputt. Das ist sehr gut. Dann kriege ich wohl noch mal mehr Rohstoffe. Und der an. Und, ah, okay, das sind ja zwei verschiedene, sehe ich gerade. Das ist ja der wieder, ne? Hier. Gerade 0 Gold einkommen tatsächlich. Das ist sehr ungut. Wo ist denn noch Gold? Hier unten. Da können wir aber nicht hin. Hier oben ist erstmal nicht so schlimm, aber warum habe ich. Ja, kein Gold ist wirklich nicht gut. Müssen wir hier hinkommen. Muss jetzt mal eine Weile ein bisschen konservativer mit der Armee umgehen. Habe ich einen Markt? Ne, habe ich nicht. Kann ich einen bauen? Kann ich. Perfekt. So, Flotte hilft jetzt hier mal. Jetzt kommen die auch wieder hier dazu. Habe ich noch irgendwo Kriegsschiffe? Ne, habe ich nicht. Ich habe kein Gold für weitere. Ja, schön mal hier hin.
mal, hier wird aufgeräumt ein bisschen zu. Ich komme einfach nicht mehr an Bevölkerung dran, weil ich einfach von allen Seiten konstant behakt werde und kein Gold mehr reinkriege. Das ist echt. Ich weiß nicht, wie ich aus der Situation jetzt rauskomme, aber das ist echt so ein bisschen eine Pattsituation, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich wirklich verliere. Aber ich komme auch nicht weiter einfach. Da sind auch noch ein paar Schiffe. Habe ich hier welche? Ja, hier habe ich einen. Muss irgendwie mich mal hier stabilisieren, aber ich krieg's nicht so richtig die Kette. Mal ein bisschen Trash ballern, ich habe ja kein Gold. Was kann ich hier oben passieren? Habe ich die einfach gelöscht? Der Turm ist tatsächlich gar nicht kaputt gegangen. Wir gehen, wohin ihr befehlt, eure Hoheit. Gibt's noch irgendwo. Also ich habe hier noch zwei Goldvorkommen, die ich potenziell einnehmen könnte, aber komme ich gerade nicht hin. Einfach mal Armee irgendwie, ich komme. Wenn ich genug Soldaten. Das heißt hier neue Befehle, das sind immer noch die alten, die ihr einfach immer noch nicht ausgeführt habt. Hoffentlich helfen die Türme jetzt mal langsam. Ich kann keine Bohren bauen, von daher ist das meine einzige Option aktuell. Der Turm brennt zumindest. Wir gehen, wohin ihr befehlt, eure Hoheit. Hier oben ist auch Stress, meine Güte. Ohne Gold, was soll ich machen? Den Markt mal benutzen. Wäre eine Option. Ah, jetzt habe ich endlich mal wieder was bekommen. So. Was ist jetzt hier der nächste Schritt? Was brauchen wir? Brauche ich eher eine Flotte? Ein paar Schiffe muss ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, hier wäre es wichtiger, schlagkräftigere Einheiten auf die Karte zu kriegen. Müssen wir dem vielleicht ab und zu nochmal Bescheid sagen, dass er angreifen soll? Ja. So, hier haben wir es jetzt stabilisiert. Wo geht's dann jetzt am besten hin? Wir wollten eigentlich zu diesem Turm hier. Ja, Quatsch, den hat er sich zurückerobert. So, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es richtig. Warte mal, nach vorne laufen hier. Den muss ich jetzt mir zurückholen, auf jeden Fall. Und jetzt ab jetzt wieder mehr Qualitätseinheiten quasi ballern, wo ich wieder ein bisschen Gold habe. Warum lauft ihr denn da lang? Meine Güte, ey, Freunde. Mit der Flotte aus. Habe ich noch eine? Wahrscheinlich eher nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ach, die bleiben über den Gebäuden hängen.
Ah! Hotkeys. Hier noch irgendwo Gold, komm, es muss doch irgendwo was geben noch. Hier oben. Ich meine, wie so ein Kamikaze-Elefanten hier hochschicken? Ich glaube, das bringt schon ein bisschen was. Aber der bewegt sich auch gerade in die Richtung, von daher, vielleicht passt das sehr. Langsam komme ich wieder rein, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich Arbeiter löschen. Wahrscheinlich werde ich wieder zwischen den Extremen hin und her pendeln. Boah, ey, ich habe das Gefühl, ich schicke die ganze Zeit in die Richtung und keiner macht's. Weil die immer irgendwelche Gebäude wichtiger finden. Die Lappen. So, den Turm haben wir jetzt. Gut. Upgrades hatten wir schon alle, genau. Ich hätte jetzt bitte diesen Turm ganz gern wieder. Dann will ich mich mal endlich wieder dem richtigen Ziel kümmern, nämlich den Burgen. Wo ist denn noch? Also hier ist noch ein Dorf und dann hätten wir hier oben die Burg. Okay. So, als ob er da auch mitmischt, der Verbündete. Hier habe ich auch schon wieder einiges verloren. Ja, wir bleiben jetzt mal hier landfokussiert. So, dieses Dorf ist wieder da. Dann mal in die Richtung bitte gehen. Da habe ich jetzt irgendwo Gold gesehen. Hier bitte. Super. Was ist jetzt wieder für ein Problem? Ach, hier. Warum findet ihr mal die Häuser so wichtig? Ich verstehe es nicht. Okay, das war das Letzte, was ich an Stein hatte. Wo? Mal hin, mal hier so in die Gegend. So, das wird abgerissen. Dann stoßen jetzt mal in diese Richtung dieser Burg hier vor. Und noch ein. Oh, das wird jetzt wahrscheinlich zurückerobert. Ja. Hier mal irgendwo ein Sperrträger rumlaufen. Sperrträger bitte irgendwo. Ah, ist ein anstrengendes Level. Wo habe ich. Ich habe noch mal irgendwo wieder was verloren, habe ich das Gefühl. Ja, hier oben, ne? Ja. Aber egal, wir kämpfen jetzt erstmal hier gegen die Burg. Die Burg muss doch nur bei 1000 Lebenspunkten ankommen, das müsste ich doch hinkriegen. Haben wir eine Flotte aktuell? Nein. Irgendwo noch verstreute Einheiten, die ich benutzen könnte. Sehr gut, jetzt haben wir die Burg hier wieder. Hier müssen wir wahrscheinlich verstärken. Brauchen wir noch eine Burg? Dann haben wir das geschafft hier.
Vielleicht doch mal ein paar Positionsgebäude hier angreifen, damit ich eine Ruhe kriege. Hier sind noch ganz viele Nahrungselefanten. Die bräuchten wir eigentlich schon ganz dringend. So, hier sind die letzten Dörfer, die wir gerade nicht halten. Eins. Welches halte ich denn gerade nicht? Das hier. Habe ich da einen Elefanten in der Nähe? Haben wir. Und die letzte Festung, die ich brauche, ist hier oben. Die ist aber abgeriegelt, wie es aussieht. Potenziell ein bisschen schwieriger, da durchzukommen. Oh, das ist auch sehr viel Gold. Oh, ich mache schon ewig keine Einheiten mehr, kann das sein? Unsere Flotte ist wieder da, gut. Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache näher. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich der Sache sehr nah. Komm, dann müssen wir jetzt hier oben hin. Das ist die Burg, die wir angreifen wollen. Ich hätte auch mal Tribuken machen können eigentlich, aber jetzt bin ich committed, jetzt mache ich das nicht. Werden die eigentlich nicht angegriffen hier? Haben wir jetzt alle Dörfer? Ne, haben wir nicht. Das haben wir jetzt, super. Und jetzt fehlt uns noch dieses eine hier unten. Okay, also die behalten wir jetzt einfach. Sehr gut. Also ich kann jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen Wirtschaft löschen, dann habe ich mehr Platz für Einheiten. Aber ich meine, jetzt muss ich eh nur noch einmal auf Angriff klicken hier wahrscheinlich und dann ist auch gut. Nehme ich mal an. Jetzt sowieso nur noch diese eine Burg, oder? Ja. Ne, es gibt hier hinten noch eine, aber zu der muss ich ja nicht. Das ist die von dem Lilanen. Ja, wunderbar. Letzte Burg ist unter Belagerung, unter Beschuss, unter Behornung. Ne, Beschlusszahlung, so. Und dann war es das auch. Unsere Kapitulation zu akzeptieren. Dies ist das Schicksal aller, die sich Rajendra Chola widersetzen. War es das jetzt oder kommt noch was? Ah. Als wir unseren Sieg im Kaiserpalast feierten, wüteten die Feuer von Srivijaya noch immer. Kaiser Sangrama und seine Beamten wurden eingeladen, mir öffentlich Treue zu schwören. Sie alle verkündeten ihre Liebe zu ihrem neuen Herrscher. Liebe, denn jeder Hass war aus ihnen herausgeprügelt worden. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fühlte ich mich vollkommen ruhig. Da wusste ich, dass meine Transformation abgeschlossen war. Ich hatte meinem Vater Recht gegeben und ein Reich aufgebaut, das die Ozeane umspannt. Ich hatte die Größe in mir entfesselt und alle meine kindlichen Wahnvorstellungen überwunden. Dabei hatte ich eine große Wahrheit gelernt, dass es so etwas wie Verderbnis nicht gibt.
Es ist nur das, was die Schwachen den Willen der Starken nennen. Und ich bin nicht mehr schwach. Das Kind in mir stirbt. Der Mann nimmt seinen Platz ein. Die Schlange windet sich und vergeht. Erschlagen durch die Hand des Helden. Und das gefangene Wasser strömt wieder in die Welt hinaus. So endet die Geschichte von Indra und der Vritra. Und so endet auch die Geschichte von Rajendra Chola. Also war das jetzt schon das letzte Level? Nehme ich mal an. Also habe ich das jetzt interpretiert? Nehmen wir an, man hätte auch wieder einen sehr wasserfokussierten Ansatz wählen können. Ich glaube, das meiste wäre wahrscheinlich mit Kanonenschiffen zu erreichen gewesen hier, aber ja, bis auf den einen Hänger, als ich mal hier an der Brücke fest saß, lief es ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, das war jetzt das letzte Level. Ja, ich hoffe, euch hat diese Kampagne gefallen. Ich habe tatsächlich nicht allzu viel direkt gelernt, sage ich mal. Ich müsste jetzt doch nochmal einen Wikipedia-Artikel konsultieren, um hier die geschichtlichen Zusammenhänge wirklich zu begreifen. Aber ich habe alles getan, um mich mittels dieses Spiels auf meine Indienreise vorzubereiten, würde ich behaupten. Ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal geschafft, eine Kampagne komplett aufzunehmen auf dem Kanal, was auch schon mal ein guter Erfolg ist, finde ich. Und ich bin wie gesagt im Januar nicht da, aber danach würde ich dann wieder Videos machen. Ich glaube, vielleicht würde ich erstmal ein paar weitere Kampagnen dann machen oder vielleicht auch einzelne Level oder sowas, um meine neu gefundene Motivation in der Richtung vielleicht weiter zu füttern. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu nochmal ein paar Worte verliert, wie euch das jetzt gefallen hat mit dem Kampagnen-Let's Play oder ob ihr auf jeden Fall nur die kompetitiven Sachen weiter sehen wollt. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da wieder in nächster Zeit die Motivation finde, kann ich nicht versprechen, aber hier haben wir schon mal meinen Streak gebrochen, indem ich gar keine Videos gemacht habe, also das ist doch schon mal etwas. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.